Hallo und zurück zu einem neuen Video. Ich wollte heute mal ein kleines Talk-Video zu meiner OP und der ganzen Geschichte drumherum machen. Ich habe erst überlegt, ob ich das überhaupt jetzt noch machen soll, aber nach meinem OP-Bericht damals habe ich noch in den Jahren danach immer mal wieder Nachrichten und Kommentare bekommen, in denen sich Leute dafür bedankt haben, dass ich meine Erfahrung geteilt habe, weil sie vielleicht in einer ähnlichen Situation war und dass es ihnen eben sehr geholfen hat. Und deswegen dachte ich mir, wenn es wieder der einen oder anderen Person helfen kann, dann mache ich das auf jeden Fall gerne. Thomas chillt so ein bisschen im Hintergrund, falls ich nämlich unsicher bin, ob ich irgendwas medizinisch korrekt erkläre. Dafür springt er dann ein. Ja, wo soll ich anfangen? Vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich wurde am 16.01. operiert am Gehirn. Und das ist eine OP, die ich bereits 2018 hatte. Und dazu habe ich, wie gesagt, damals auch einen sehr ausführlichen OP-Bericht gemacht, den ich euch gerne auch verlinken kann. Und wie es zu dieser OP kam, war, dass ich ab Oktober letzten Jahres wieder vermehrt diese Kopfschmerzen hatte, die ich auch in den Jahren damals hatte. Also es war dann wirklich so über Wochen hinweg intensive Kopfschmerzen, die nicht weggegangen sind. Und wir haben dann ein MRT im November gemacht, wo dann wieder was gefunden worden ist, und zwar mit der Diagnose Hypophysenadenom. Also ein gutartiger Tumor an der Hypophyse. Die Hypophyse liegt quasi im Gehirn, unter dem Gehirn. Okay. Warum musste ich operiert werden? Das ist nämlich eine Frage, die einige immer interessiert, die auch die gleiche Diagnose bekommen haben, weil ich habe viele Nachrichten bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, mir haben die Ärzte gesagt, ich muss nicht operiert werden, dass man das mit Medikamenten behandeln kann, und jetzt bin ich mir unsicher. Und da erstmal vorab, bitte Leute, ich bin keine Ärztin und ich kann nicht auf solche Nachrichten eingehen. Sprecht da bitte mit eurem Arzt, mit eurer Ärztin. Aber was viele immer durcheinander bringen, ist das Hypophysenadenom, dass das nicht immer das gleiche ist. Also es gibt quasi verschiedene Ausprägungen, kann man das so sagen? Ja, es gibt verschiedene Formen. Ja, Es ist Form. ein Hypophysenadenom beschreibt erstmal nur einen gutartigen Tumor von Drüsengewebe an der Hypophyse. Das kann aber verschiedene Bereiche betreffen. Und deswegen, je nachdem, welches Drüsengewebe betroffen ist, kann das auch verschiedene Symptome verursachen und unterschiedlich auch behandelt werden. Nicht jede Therapie passt zu den unterschiedlichen Hypophysenadenomen. Und vielleicht zur Erklärung, die Hypophyse ist in unserem Körper für unsere Hormone zuständig oder für viele Hormone. Und was man dann ganz oft macht, wenn sowas eben diagnostiziert wird, ist eben, sich die Hormone auch anzuschauen. Und bei mir wurde eben festgestellt, dass es meine Hormone nicht beeinflusst, also dass mein Adenom quasi nicht hormonaktiv ist. Und deswegen war bei mir eine Therapie mit Medikamenten auch nicht möglich und es musste eine OP eben stattfinden, auch vor allem, weil es auch schon als Makroadenom diagnostiziert wurde, also von der Größe schon etwas größer und quasi schon nah an die Sehnerven, Sehstränge. Soll ich wieder? Also unsere Sehnerven fangen hinter dem Auge quasi an und kreuzen sich einmal quasi in der Mitte. Und genau unter dieser Kreuzung im Gehirn liegt diese Hirnanhangsdrüse. Und wenn die größer wird, die Hirnanhangsdrüse, also die Hypophyse, dann kann das auf diese Kreuzung der Sehnerven drücken und die Nerven kaputt machen, sodass man dann nach und nach quasi einen Gesichtsfeldausfall hat, dass das Gesichtsfeld immer kleiner wird, weil die Nerven da kaputt gehen. Genau, und das war quasi das Risiko, was bei mir bestand und weswegen eben auch die Ärzte mir zu einer OP geraten haben. Und das jetzt erstmal grob so als Erklärung vorab. Kommen wir zum OP-Tag am 16.01. Für alle, die damals diese ganze Geschichte mitverfolgt haben, wissen, dass ich letztes Mal eine sehr schlechte Krankenhauserfahrung gemacht habe. Und deswegen muss ich sagen, bin ich dieses Mal auch nochmal so ein bisschen nervöser in die Sache reingegangen, weil ich einfach alles so im Kopf hatte, was im Grunde passieren kann. Jetzt gar nicht in der OP an sich, sondern eher auch so in dieser ganzen Krankenhauszeit. Und ja, deswegen war ich dann noch ein bisschen nervös. Ich war ab 10 Uhr im Krankenhaus, um 11:30 Uhr war eigentlich die OP angeplant. Und dann hatten wir aber letztendlich so ungefähr 2 Stunden Wartezeit. Das hat einen natürlich auch in dem Moment so ein bisschen nervös gemacht, weil man nicht wusste, wie lange wird es noch dauern. Man ist natürlich auch nüchtern, man weiß nicht, wird die OP dann 100% noch an dem Tag stattfinden. Und das war letztes Mal aber
um einiges schlimmer. Da waren wir ab 6 Uhr im Krankenhaus und ich wurde erst um 17 Uhr abends operiert. Und deswegen waren diese 2 Stunden dagegen auf jeden Fall nichts. Die OP an sich, und das ist, finde ich, sehr interessant, weil mich haben einige gefragt, wo wurde sie denn durchgeführt? Also wie wurde das gemacht? Weil man sieht nicht irgendwo eine Stelle, die in meinem Kopf abrasiert wurde. Oder wo wurde das aufgeschnitten? Und da hatte ich quasi Glück im Unglück, weil die Hypophyse ist so platziert, dass man durch die Nase operieren kann. Und ich finde, das ist einfach so eine Sache, ich finde das so krass beeindruckend, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das machen kann, einfach mit so kleinen Geräten durch die Nase und über eine Kamera quasi sehen, was man da, wie man durch diese Schädeldecke und dann, wie man das rausnimmt. Und wow, also das ist, da habe ich so einen krassen Respekt vor. Das Ganze hat auf jeden Fall ungefähr so 2 Stunden gedauert, bis ich dann so langsam wieder wach wurde im Aufwachraum. Und ich muss sagen, dieser Moment, als ich dann wach wurde, war auch schon das Allerschlimmste. Und dieses Mal habe ich das auch irgendwie noch mal so ein bisschen schlimmer empfunden, weil letztes Mal war es ja quasi so, dass ich dann irgendwann, es war dann abends, als ich dann wach wurde, und ich wurde irgendwie noch so unter Narkose durchs Krankenhaus geschoben und habe dann nur mitbekommen, wie ich dann langsam im Gang wach wurde und meine Familie da war. Und dann war Tommy noch eine Weile bei mir, ist dann aber auch irgendwann gegangen, weil ich halt quasi wieder eingeschlafen bin. Ich hatte ja auch den ganzen Tag nichts gegessen, und dann bin ich beim ersten Mal halt quasi irgendwann mitten in der Nacht wach geworden und habe dann erst so richtig, war so bei mir. Und habe dadurch, glaube ich, auch diesen After-OP-Schmerz nicht so richtig wahrgenommen, aber fand es ehrlich gesagt beim ersten Mal auch nochmal schlimmer, weil ich weiß ja noch, dass ich damals mitten in der Nacht dachte, ich wäre schon wieder so fit, und dann musste ich auf die Toilette und man hat mich dann alleine auf die Toilette gehen lassen und dann bin ich ja noch in Ohnmacht gefallen. Und ja, aber solche Sachen habe ich damals im anderen OP-Bericht auch nochmal genauer erzählt. Auf jeden Fall war das jetzt diesmal so, dass ich quasi im Aufwachraum wach geworden bin, und es war quasi noch so mitten am Tag, Tommy war bei mir, und dann bin ich wach geworden und alles tat irgendwie gefühlt weh. Also mein Kopf tat natürlich weh, meine Augen waren so komplett verklebt, weil man da so was reinmacht, damit die Augen nicht aufgehen und in der OP eben austrocknen. Dann tat meine Nase weh, ich hatte da ja die Tamponade auch drin. Meine Zähne, mein Hals taten von diesem Beatmungsschlauch richtig weh. Dann meine Hände, da waren noch die Zugänge, also ich hatte hier, hier und hier einen Zugang. Und dann untenrum hatte ich auch Schmerzen, und da weiß ich noch, dass ich dann erstmal zu Tommy meinte, weil, Leute, natürlich, wie könnte es auch anders sein, habe ich natürlich wieder genau zur OP meine Periode bekommen. Und das war damals auch schon so, und ich weiß nicht, was mir das Leben da mitteilen will, dass es mich nicht damit verschont und vielleicht die OP an dem Tag ausreicht. Aber ich hatte halt meine Periode und hatte dann einen Tampon drin. Und ich weiß noch, dass ich dann aufgewacht bin und dann halt direkt irgendwann meinte so, der OB muss raus, es fühlt sich irgendwie richtig komisch an, weil ich das Gefühl hatte, der ist schon zu lange drin. Und dann hat Tommy mir erst mitgeteilt, dass das der Katheter ist, der eingesetzt worden ist, weil eben, vielleicht kurz Disclaimer, dass ich werde hier sehr ehrlich von allem erzählen. Wenn ihr sowas nicht hören könnt, dann ist das Video, glaube ich, eher nichts für euch. Auf jeden Fall wurde mir eben ein Katheter eingesetzt, um eben mein Urin während der OP und auch danach noch aufzufangen, weil das auch nochmal so ein Thema ist, solange ich halt auch nicht auf Toilette eigenständig gehen kann, muss das auch gemacht werden, weil auch über der ganzen Krankenhauszeit hinweg das Ganze gemessen werden muss. Also quasi, ich musste dann auch tracken, wie viel ich immer getrunken habe, damit man vergleichen kann, ob quasi der Urin dafür gerecht ist. Ja, also der Hintergrund davon ist, dass die Hypophyse steuert alles Mögliche an Hormonen, unter anderem auch zum Beispiel gibt es da ein bestimmtes Hormon, das unsere Wasserausscheidung mit beeinflusst. Und wenn das irritiert wird, wenn man an der Hypophyse generell operiert, kann es dazu kommen, dass es zu Hormonschwankungen in allen möglichen Bereichen kommt. Unter anderem in dem Bereich, dass man auf einmal vermehrt Wasser ausscheidet. Das kann so weit gehen, dass man bis zu 20 Liter am Tag pinkelt. Und da ist es wichtig, deswegen hast du einen Katheter bekommen, deswegen hat man auch danach das jeden Tag gemessen, um zu gucken, passt die Bilanz? Trinkst du so viel, wie du dann am Ende
ausscheidest oder scheidest du auf einmal ultra viel aus, ohne dass dein Durstzentrum da hinterherkommt? Ja, auf jeden Fall war dieser Katheter aber wirklich extrem unangenehm für mich und dann auch in Kombination eben mit meiner Periode. Und ich habe mich in diesem Moment, also direkt nach dieser OP, als ich wach geworden bin, einfach so schlimm gefühlt, weil ich glaube, irgendwie sind so alle Emotionen auf einmal so auf mich eingekracht und ich weiß auf jeden Fall, dass ich da so richtig viel geweint habe und auch so Tommy die ganze Zeit gesagt habe, dass ich nach Hause will, weil ich irgendwie so richtig, also das war so für mich der Low Point an der ganzen Sache. Und dazu muss man sagen, ich war halt davor und so, also ich war schon immer sehr positiv, was alles eben auch anging, aber das war halt für mich so schon ein kleiner Tiefpunkt. Die OP an sich ist gut verlaufen. Also das ist ja auch immer so ein Thema, das ist jetzt kein seltener Eingriff, deswegen ist da jetzt, also ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass ich da mit Todesangst reingegangen bin, aber es gibt quasi schon einige Risiken, wo man sich schon Sorgen gemacht hat, dass halt irgendwie irgendeine Hormonachse eben beschädigt wird, sei es Schilddrüsen, Cortison oder auch die Sexualhormonachse, was halt auch dann Thema Kinderkriegen betreffen würde, und da haben wir uns natürlich schon Sorgen gemacht, aber soweit sieht alles gut aus. Gerade nehme ich ja noch meine Medikamente und das wird aber dann nochmal geprüft. Ich habe diesmal auch nur rechts eine Tamponade reinbekommen, was einen großen Unterschied gemacht hat, wodurch ich auch besser atmen konnte, und ich wurde dann auf jeden Fall irgendwann auf meine Station geschoben, war auch erstmal alleine auf dem Zimmer, was auch wirklich sehr angenehm war, einfach in diesem Moment so für sich zu sein. Und dann habe ich auch eigentlich direkt Abendessen bekommen. Und das hat irgendwie so diesen ganzen Unterschied gemacht zum letzten Mal, weil ich dann nach dem Abendessen schon wirklich fitter war und mich schon wirklich viel, viel besser gefühlt habe. Und danach wollte ich dann auch direkt aufstehen, damit der Katheter entfernt wird. Und nachdem ich dann Katheter rausnehmen lassen habe und dann habe ich mein OB rausgezogen, habe mir eine Periodenunterhose angezogen und ich habe mich danach wirklich gefühlt wie ein anderer Mensch. Was ich diesmal auch anders gemacht habe, ist, dass die ersten Tage nur Tommy da war. Das letzte Mal war es so, dass am OP-Tag selbst meine ganze Familie da war, und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, dass das einfach für mich zu viel war, weil dieser Moment, als ich aus dem OP geschoben worden bin, und das ist ja so der Moment, wo man auch am schlimmsten aussieht, sage ich mal, und wo dann sich Angehörige natürlich auch meisten, also man macht sich natürlich Sorgen, wenn man jemanden, den man liebt, so sieht, und das war mir dann irgendwie einfach zu viel letztes Mal, und deswegen habe ich dieses Mal gesagt, ich möchte erst ab dem zweiten Tag Besuch haben, also abgesehen von Tommy, nachdem ich dann auch mich besser gefühlt habe, einfach damit nicht diese unnötigen Sorgen irgendwie entstehen und ich mich erstmal in Ruhe für mich auch regenerieren kann. Tommy hat dann in der Zeit aber einen Live-Ticker im Familienchat gemacht, wo er dann meine Familie auch mitgenommen hat und auch erzählt hat, ja, was alles gerade so passiert. Abends kam dann noch eine Mitbewohnerin aufs Zimmer, also ich hatte kein Privatzimmer, und das war aber, ja, Omi, die sehr süß war, und da ja, hatte ich auf jeden Fall auch Glück mit meiner Mitbewohnerin, weil das ist ja auch immer so eine Sache, ich glaube, man kann es einfach nachvollziehen in so einem Moment, wo man sich eigentlich nicht gut fühlt, dass man eher lieber für sich wäre, aber das war eben nicht möglich und war aber auch am Ende gar nicht schlimm. Ja, und am nächsten Tag ging es mir eigentlich schon wieder wirklich gut, abgesehen von meinen Händen, die noch sehr wehtaten wegen der Zugänge, aber das war dieses Mal wirklich so viel besser, weil ich habe diese Zugänge am ersten Tag nach der OP direkt rausbekommen, und da war ich so unglaublich dankbar für, weil ich bin da extrem empfindlich und die tun bei mir schon nach ein paar Stunden so weh, dass ich meine Hände kaum benutzen kann. Also damals hat Tommy mir auch bei so vielen Dingen geholfen, selbst beim Zähneputzen, jetzt auch im letzten Mal am Abend nach der OP hat er mir auch die Zähne geputzt, weil ich konnte irgendwie die Zahnbürste nicht so fest halten, und da wurden, wie gesagt, die Zugänge dann am nächsten Tag rausgenommen, und ich war so glücklich, weil letztes Mal hatte ich sie über die ganzen 2 Wochen drin, weil ich die ganze Zeit dieses Antibiotikum bekommen habe, und das hat, glaube ich, auch so alles noch mehr verschlimmert, weil ich ja von diesem Antibiotikum damals die ganze Zeit mich übergeben musste und wirklich am Ende meiner Kräfte war, und dieser ganze Teil wurde diesmal ausgelassen, einfach weil die Ärzte eben gesagt haben, dass das nicht notwendig ist, und
Zwar war das ja damals so, als ich operiert worden bin, und das war ja eigentlich das Schlimmste einer Sache, wurde ja letztendlich diese Probe einfach weggeschmissen. Also wir haben ja nie damals erfahren, was es jetzt wirklich war, weil die Ärzte einfach gesagt haben, es war ein Abszess, weil da sehr viel flüssiges Gewebe dabei war. Und damit, ja, das haben die dann einfach so, angenommen, ohne es vielleicht nochmal zu kontrollieren. Auf jeden Fall, dadurch, dass halt diese Vermutung des Abszesses im Raum stand, musste das halt mit einem Antibiotikum behandelt werden, weil wenn es eben was Bakterielles ist, ist das notwendig. Genau, die haben quasi prophylaktisch, weil die davon ausgegangen sind, dass das ein Abszess ist, eine Antibiose gegeben, weil das halt extrem gefährlich ist. Wenn es im Gehirn irgendwo sich eine bakterielle Entzündung ausbreiten sollte, dann ist das halt eine riesengroße Katastrophe, und deswegen haben die prophylaktisch eine Antibiose da damals gegeben, weil die davon ausgegangen sind, könnte ein Abszess sein. War das nicht sogar damals noch so, dass eigentlich dann schon man wusste, dass es nichts Bakterielles ist und ich dann trotzdem noch die Antibiose bekommen habe, einfach weil die das nicht so direkt abgesetzt haben? Also die haben leider eine falsche Antibiose gegeben. Also die haben nicht leitliniengerecht therapiert, sondern die haben da mit dem härtesten Knüppel draufgehauen, den man geben kann. Also es war völlig drüber, was die Therapie damals anging. Also die haben von sich aus nicht nachgefragt, ob diese Antibiose überhaupt erregergerecht ist in dem Moment. Wenn man therapiert, versucht man ja, den Erreger genau zu treffen. Und ich musste irgendwie gefühlt 10-mal nachfragen, dass sie doch in der Mikrobiologie anrufen sollen und nachfragen sollen, was ist denn bei dem Abstrich dabei rausgekommen, was für Erreger sind drin. Und dann, nachdem die das dann endlich mal gemacht haben, kam raus, es ist überhaupt gar kein Erreger dabei. Das Ding ist steril, da ist keine bakterielle Angelegenheit, eine Antibiose ist nicht notwendig. Auf jeden Fall haben wir dieses Mal diesen ganzen Teil einfach weggelassen. Der Arzt meinte nach der OP zu mir, dass er zwar verstehen kann, warum die dachten, dass es ein Abszess war, weil halt eben so viel flüssiges Gewebe dabei war, aber dass die das eben ausschließen und dass man das einfach mit der Antibiose halt ja deswegen auch nicht braucht. Und das war wirklich wow. Also das hat alles, dadurch habe ich mich, glaube ich, dann auch nach der OP so viel besser gefühlt und hat auch diesen ganzen Regenerationsprozess für mich beschleunigt. Ich war auf jeden Fall dann dadurch auch viel schneller wieder fit. Ich konnte halt gut essen und das auch in mir behalten und habe dann auch im Krankenhaus immer mal wieder versucht, so kleine Spaziergänge zu machen. Und weil letztes Mal lag ich wirklich fast durchgängig nur eben im Bett und dadurch war einfach diese ganze Krankenhauszeit so viel besser. Also das Einzige, was halt wirklich schwierig war, war es, mich so wirklich zu erholen. Einfach weil ich in den Nächten da nicht so gut schlafen konnte, aus verschiedenen Gründen immer mal wieder. Und auch tagsüber konnte ich den Schlaf nicht wirklich nachholen, weil einfach im Krankenhaus, es kommt halt immer jemand rein, jede halbe Stunde gefühlt, was ich jetzt nicht kritisieren möchte, weil die machen natürlich auch alle nur ihren Job und es hat seinen Grund, dass sie reinkommen, aber man kann sich halt einfach dann nicht so wirklich von so einer OP erholen, wenn man eben auch nicht diesen Schlaf und die Ruhe findet. Meine Tamponade habe ich dieses Mal am zweiten Tag erst rausbekommen. Damals war es nach einem Tag und da hatte ich auch so Angst vor, weil ich das beim ersten Mal als sehr, sehr schlimm empfunden habe, aber letztendlich ging es halt auch, es ist halt so ein bisschen unangenehm, weil das ja sehr tief drin quasi sitzt. Also man unterschätzt das, wie tief dieser Gang durch die Nase bis nach hinten eigentlich wirklich ist. Und deswegen war es halt so ein bisschen unangenehm, als sie dann rausgezogen worden ist. Aber es war dann umso mehr einfach eine Erleichterung, weil ich dann wieder besser atmen konnte. Und MRT wurde diesmal auch nicht im Krankenhaus gemacht. Das wurde letztes Mal irgendwie direkt nach 24 Stunden gemacht. Diesmal haben die gesagt, dass sie das normalerweise nicht machen, weil nach so einer Operation ja vieles erstmal auch abheilen muss und dass man eigentlich das beste Ergebnis dann nach ein paar Monaten sieht. Demnach ja, haben wir das jetzt noch nicht. Oh, mein Tee. Ich war am Ende nur 5 Tage im Krankenhaus und das war auch so eine Erleichterung. Letztes Mal waren es ja, wie gesagt, 2 Wochen und ich war einfach so glücklich. Also mir ging es auch eigentlich dann schon gut und wir mussten dann letztendlich nur noch mal auf einen Wert aus der Endokrinologie warten. Da wurde dann noch mal festgestellt, dass meine Schilddrüsenwerte etwas erniedrigt sind. Deswegen wurde das Medikament dann auch noch mit dazu genommen und ich wurde dann halt eben mit meinen Medikamenten entlassen, was halt meine Schilddrüse und auch Cortison
wieder angeht. Und ich muss sagen, dass ich da auch diesmal wieder sehr nervös war, weil vielleicht erinnert ihr euch, dass ich damals durch diese Cortisontherapie, ich glaube, 10 bis 15 Kilo zugenommen habe und sich mein Körper schon sehr verändert hat. Und mir ging es jetzt gar nicht unbedingt darum, dass ich jetzt Angst vorm Zunehmen hatte, aber einfach dieses Gefühl, dass sich der Körper wegen eines Medikamentes so verändert. Und ich weiß noch, wie unfit ich mich damals gefühlt habe und so ganz schwach irgendwie. Aber diesmal ist alles auch so ein bisschen anders verlaufen. Also ich merke jetzt derzeit noch keine Veränderung an meinem Körper. Und ich glaube, zum großen Teil liegt es auch gerade, also zum einen daran, dass die Dosis damals viel, viel höher war. Also gerade auch, weil ich das über die Infusion in der ganzen Krankenhauszeit die ganze Zeit bekommen habe, aber auch, weil ich dieses Mal viel gesünder bin, als ich es damals war. Ich habe ja damals bis zu dem Zeitpunkt nie wirklich Sport in meinem Leben gemacht, nicht wirklich auf meine Ernährung geachtet, auf meine Blutwerte, und das war halt alles etwas, was sich jetzt verändert hatte und ich einfach so viel fitter war und ich glaube auch dadurch diese ganze OP und die Zeit danach noch besser so weggesteckt habe, dass ich mich jetzt eigentlich, also jetzt gerade muss ich immer noch so ein bisschen, also ich darf jetzt zum Beispiel keinen intensiven Sport gerade machen, aber ich fühle mich eigentlich so wie vorher wieder und jetzt liegt quasi die OP 2 Wochen her und ja, dafür bin ich einfach sehr dankbar und deswegen kann ich nur umso mehr nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass man auf seine Gesundheit achtet und dass man Bewegung in seinen Alltag einbindet. Und das ist, also man unterschätzt das vor allem im jungen Alter so sehr, was Sport einfach ausmacht. Das ist halt alles, was man dann meist erst im Alter merkt, aber man sollte das damit nicht erst anfangen, wenn man schon merkt, dass man es eigentlich braucht. Und deswegen, ja. Kleiner Reminder auch hier an dieser Stelle für euch. Ja, jetzt auf jeden Fall so, dass ich dann jetzt in den nächsten Wochen weiter meine Medikamente nehmen muss. Im März werde ich ja nochmal aufgenommen stationär, um einmal zu testen, ob meine Hormone sich von selbst einpendeln. Und danach kann ich es dann absetzen hoffentlich. Und dann haben wir im April die nächsten Untersuchungen, was MRT und nochmal Neurochirurgie angeht, um alles zu besprechen. Und ich wurde quasi aus dem Krankenhaus entlassen, ohne den finalen Befund. Dieses Mal wurde ja die Probe auch in die Pathologie eingeschickt. Das ist auch so eine Sache, da habe ich natürlich den Ärzten auch nochmal betont und gesagt, dass mir das sehr wichtig ist. Und die meinen halt auch, dass es bei denen eigentlich noch nie vorgekommen ist, dass sowas weggeschmissen wird und dass das auf jeden Fall eingeschickt wird. Also ich hatte damals einfach Pech gehabt mit den Ärzten. Wir hatten auf jeden Fall jetzt bis gestern gewartet und ich habe dann gestern selber nochmal im Krankenhaus angerufen und nach dem Befund gefragt, der dann eben auch vorlag. Und jetzt ist das Ganze so. Also die erste Diagnose war ja quasi Hypophysenadenom. Danach haben die Ärzte damals gesagt, es war ein Abszess. Und jetzt war es tatsächlich so, dass eine neue Vermutung im Raum lag und das war eine Theorie, die Tommy in den Raum geworfen hat. Und er hatte sich nämlich, so typisch er, vor der OP hat er sich erstmal in Recherchen gestürzt und alles Mögliche dazu noch überlegt. Und da ist er eben, hatte er quasi eine Idee, was es sein könnte, die er auch den Ärzten vor der OP mitgegeben hat. Und die haben dann aber das eigentlich direkt ausgeschlossen und gesagt, dass das eher unwahrscheinlich ist und dass sie das nicht denken. Und ja, letztendlich hatte Thomas aber recht. Also die finale Diagnose lautet, dass es eine chronische Hypophysitis ist. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Also das bedeutet also eine chronische Hypophysenentzündung. Und das erklärt auch, warum es eben wieder angewachsen ist. Und das Ding ist, hätten wir diese Diagnose damals schon gehabt, hätte man wahrscheinlich oder vielleicht auch diese OP vermeiden können, was umso ärgerlicher an dieser ganzen Geschichte ist. Um vielleicht zu erklären, wie Tommy darauf gekommen ist, 2018 wurde bei mir auch eine chronische Gastritis erkannt, also eine Magenschleimhautentzündung. Und bei mir ist es so, dass es so eine seltenere Form ist, bei der mein Immunsystem meinen Körper angreift und dass man da quasi nicht wirklich was gegen machen kann, weil es
weil mein Immunsystem da der Übeltäter ist. Also Ischis Immunsystem erkennt ihr körpereigenes Gewebe als fremdartig, aus irgendeinem Grund, den niemand kennt, weil das Immunsystem denkt, diese Zellen gehören nicht zu uns, greift das Immunsystem diese Zellen an. Und dadurch kommt es zu so einer chronischen Gastritis und dadurch und auch dazu, dass bestimmte Zellen leider zugrunde gehen. Und das ist auch der Grund dafür, warum Ishi B12 abhängig ist. Ja, ich hatte das sehr kurz erzählt, dass ich ja quasi jetzt diese B12-Spritzen bekomme. Ich hätte die jetzt 12 Stück über 12 Wochen, also jede Woche quasi eine. Und jetzt wird das aber, also es ist etwas, was wahrscheinlich dann lebenslang gemacht werden muss, weil mein Körper das über den Magen nicht aufnehmen kann. Muss klug scheißen. Okay. Gehört jetzt gar nicht zum Thema eigentlich. Es wird nicht über den Magen aufgenommen, aber die Zellen, die kaputt gehen, bilden ein ganz bestimmtes Protein, das mit dem Vitamin B12 sich normalerweise koppelt und in der Kombination wird das dann im Darm aufgenommen. So. Und wenn diese Kopplung nicht da ist, wenn dieses ein Protein fehlt, dann kann das B12 nicht aufgenommen werden. Und das ist das Problem, weswegen du das dann gespritzt bekommen musst. Auf jeden Fall dadurch, dass ich quasi diese eine Diagnose schon hatte, ist es wohl oft so, dass so Autoimmungeschichten nicht alleine kommen. Und deswegen war das quasi Tommys Vermutung, weswegen er dachte, dass das in meinem Kopf auch eine Autoimmunsache ist, ne? Ja. Und eigentlich so, wenn man drüber nachdenkt, sehr logisch, weil es eben dann auch erklären würde, warum es halt wieder angewachsen ist. Aber die Ärzte aus irgendeinem Grund meinten, dass sie das eher nicht denken. Und ich glaube, es liegt halt hauptsächlich daran, dass es halt sehr, sehr selten ist. Also Tom hatte irgendwie in seinen Recherchen gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, 1 zu 9 Millionen liegt. Deswegen haben wahrscheinlich die Ärzte sich dann gedacht, nee, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ja, es ist sehr unwahrscheinlich und viele kennen das auch ganz einfach nicht, muss man auch einfach so sagen. Viele kennen einfach dieses Krankheitsbild nicht, weil das so selten ist, dass die das noch nie gesehen haben. Mhm. Deswegen ist auch logisch, dass man erstmal von dem ausgeht, was deutlich häufiger ist. Wenn jemand Husten hat, dann gehe ich auch eher erstmal von einer Infektion aus, als von der letztmöglichen Wahrscheinlichkeit. Ja, was bedeutet das jetzt? Also wir haben, wie gesagt, im April nochmal den Termin, wo wir das auch mit den Ärzten nochmal genauer besprechen, auch was jetzt Therapiemöglichkeiten angeht, weil, also es hat quasi jetzt so eine gute und eine schlechte Seite. Die schlechte Seite ist, dass es halt im Grunde bedeutet, dass das immer wieder anwachsen kann und immer wieder zurückkommen kann und jetzt lebenslang beobachtet werden muss und wahrscheinlich auch so, dass ich quasi jetzt am Anfang öfter MRT habe, dann vielleicht irgendwann mit größeren Abständen, aber halt immer das im Hinterkopf habe, dass man das wieder kontrollieren muss. Die gute Nachricht ist, dass es wohl Therapiemöglichkeiten abgesehen von einer OP eben gibt und da müssen wir aber, wie gesagt, noch mit den Ärzten sprechen, weil es gibt wohl schon Therapiemöglichkeiten, die angesprungen sind, aber es ist noch nicht so, dass man sagt, das und das muss man machen. Und dann klappt das, weil dadurch, dass es halt so selten ist, gibt es noch nicht so feste Therapiemöglichkeiten. Richtig? Ja. Also es gibt da noch keine Studien zu, leider. Es gibt da keine Studien zu, wo man eine Therapieempfehlung für festgelegt hat und sagen kann, okay, diese Therapie in der Dosis hilft bei diesem Krankheitsbild und das sollte so gegeben werden, sondern es sind mehr oder weniger so ein bisschen experimentell noch. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Situation, wo man noch nicht so wirklich weiß, worauf man sich eben einstellen kann. Ich glaube, das wird sich dann in den nächsten Jahren eben zeigen, wie gut das bei mir funktionieren wird und wie ich damit umgehen kann und wie die Medikamente auf meinen Körper langfristig wirken etc. Letztendlich hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es nicht so ist, aber ich denke jetzt gerade positiv und zumindest hat man jetzt die Erklärung, warum das jetzt wieder zurückgekommen ist und zumindest hat man jetzt einen Ausweg, wenn es wieder größer wird, dass man vielleicht nicht eben wieder operieren muss. Ja. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, es war irgendwie hilfreich für den einen oder anderen oder interessant. Danke auf jeden Fall, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt. Ich finde es einfach irgendwie, es ist natürlich was sehr Privates, aber ich nehme euch jetzt schon so lange bei meinem Leben mit und dazu gehören auch
eben vielleicht eher die schwereren Dinge und ja, deswegen finde ich es einfach schön, mit euch auch sowas teilen zu können. Und ich werde auf jeden Fall in Zukunft, falls sich nochmal irgendwas ergeben sollte oder ändern sollte, euch da auch zu berichten, auch wenn wir zum Beispiel so ein Thema Therapiemöglichkeiten und so einsteigen. Jetzt gerade kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir jetzt gerade gut geht. Auch Kopfschmerzen hatte ich quasi nur die ersten, ja, so ein, zwei Wochen nach der OP, weil es alles noch abheilen musste. Das war jetzt zum Beispiel auch so ein Thema, was viele interessiert hat, da ja quasi meine Kopfschmerzen da waren sehr lange und dann vor der OP aber wieder weg waren irgendwann. Woran, wie man sich das erklären kann, weil ja quasi das Ding noch drin war. Und unsere Vermutung ist, dass die Kopfschmerzen durch einen Wachstumsschub ausgelöst worden sind. Also dass in der Zeit gerade das angewachsen ist und durch diese Raumforderung diese Schmerzen ausgelöst worden sind. Und nachdem das sich quasi so dran gewöhnt hat und ausgedehnt wurde, so gefühlt, dann sind die Schmerzen wieder zurückgegangen. Also das wäre das Einzige, wie ich mir das erklären kann, weil das halt in der Vergangenheit schon öfter so war, dass halt immer nur phasenweise diese Kopfschmerzen da waren. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, sehr, sehr lange geredet. Das ist wieder ein sehr langer OP-Krankenhausbericht geworden. Aber ja, für diejenigen, die es interessiert, ist, glaube ich, schon ausführlicher auch besser. Und ja, ich drücke euch alle ganz fest und alle, die vielleicht eine ähnliche Diagnose oder irgendwas anderes durchmachen, schicke euch auch eine Umarmung. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bye! Zack, bye! Bye!